Kriege ich jetzt hier was geschenkt oder wie? Nee, ich denke, dass das die Aufstiegssaison ist. XXL, das ist also nicht mein Trikot. Ja, die Aufstiegssaison war natürlich, oder die muss ich immer wieder erzählen, was natürlich eine Leichtigkeit ist, weil es einfach ja, eine Wahnsinnsdynamik genommen hat. Es war für mich das Erlebnis meiner Karriere. Gar nicht so der Kopfwehrausch danach vom Grüner Bier, sondern die Emotionen, die man miteinander geteilt hat. Viele lachende Gesichter gesehen, viele Tränen, Freudentränen, die in Erinnerung bleiben. Eine wunderbare Truppe gehabt, die wirklich ja, bis heute Bestand meines Freundeskreises ist. Und ja, wenn man sich sieht und immer wieder darüber redet, hat man immer Gänsehaut und ja, ist einfach dankbar, Teil dieser besonderen Mannschaft und Zeit gewesen zu sein. Also im Aufstiegsjahr, also viele Tore habe ich nicht geschossen, das weiß ich. Natürlich, das entscheidende Spiel war dann beim FSV Frankfurt, das 1:1 von Bernd Nährich, den er dann in seiner Manier eiskalt verwandelt hat. Dann war es rechnerisch auch, ja, uns nicht mehr zu nehmen. Gepaart an, das war ja das Spiel, was wir dann hier im VIP Nord angeschaut haben. Das war damals Düsseldorf. Und dadurch, dass die in Dresden, glaube ich, oder? In Dresden nicht dreifach gepunktet haben, ja, sind wir eigentlich im Vollsprint in die Gustavstraße gelaufen und haben ja, den Aufstieg gefeiert, obwohl er eigentlich noch nicht fix war. Aber es sind natürlich ja, Dinge, die dann entstehen über eine Saison, auch der Glauben daran, ja, in der Winterpause dann auch sich mal zusammenzusetzen und was wollen wir denn eigentlich? Wo wollen wir hin? Was trauen wir uns zu? Von daher war das einfach rundum ein gelungenes Jahr mit einem wunderbaren Ende. Ja, und das würde ich jedem Kleeblatt-Spieler natürlich sehr gerne wünschen, auch so ein Erlebnis mal am eigenen Leib zu erfahren.